Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Soul League Challenge. Heute gibt es ein neues Pokémon. Ich bin gespannt, wie der Start in die Woche laufen wird. Denn dieses Pokémon entscheidet jetzt, wie es diese Woche verlaufen wird. Vielleicht verkacken wir. Bei dem Käfer wird. Sie, ne? Ja. 3, 2, 1 rein! Und ich habe ein Pokémon gekriegt. Ja, und bei mir kommt es auch. Und es ist ein Pichu! Ich habe ein Kaniwanhaar. Okay, interessant. Ja. Das sieht gruselig aus. Ich weiß nicht, was Kaniwanhaar kann. Du hast wieder einen Fisch. Ja, ich krieg nur Wasser-Pokémon. Ich werde zu der neuen Misty, ich sag's dir. So. Da verwende ich einfach mal einen Pokéball. So. Wirklich, Pichu, du bleibst in dem Pokéball nicht drin. Ist ein Baby-Pokémon. Ich hab Kaniwanhaar gefangen, ohne anzugreifen. Der hat das Gyarados gedehnt und hat sich in die Hose gemacht. Okay, Pichu, dann kriegst du halt den Hyperball, den einzigen, den ich habe, wenn du nicht drin bleiben willst in dem Pokéball. Ich will dich nicht angreifen, du bist Level 7, du bist tot, wenn ich dich angreife. Kaniwanhaar. Also du hast einen Pichu. Ja. Wie kann man das denn nennen? Ich glaube, den nennen wir dann Mäuserich. Okay. Passt das überhaupt? Weiß ich nicht. Mäuserich, ja, wird sich ausgehen mit Doppel-R. Selbst dann passt, aber ich war in dem Mäuserich einfach normal, oder? Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Bin mir auch nicht sicher. Mäuserich. Ja, ohne, mit einem R. Mit einem R. Okay, ich würde dein Kaniwani würde ich Sharknado nennen. Wenn's passt. Wird schon passen. Warte, kriegen wir raus. Ja, ist genau gleich wie Mäuserich. Ein unsichtbares Item. Nee, Sharknado ist sogar noch eins größer. Echt? Aber, ja, das da habe ich noch ein freies Zeichen. Mäuserich müsstest du zwei freie Zeichen haben. Ich habe auch nur noch eins frei gehabt, soweit ich weiß. Hast du Doppel-R oder ein R jetzt geschrieben? Ich habe jetzt ein R. Ja, okay, das wäre dann auch richtig. Lol, dann passt das sogar. Lol, jetzt okay. Pokémon Novi gegeben. Was machen wir eigentlich bei dem nächsten Pokémon? Welches sollen wir dann rauswerfen? Gucken wir, wir können es auch einfach auf der Box lassen, wenn uns unser Team nicht so in Ordnung ist. Jetzt steht ja alles offen. Lol, hier ist Route 25, WTF, schon wieder eine neue Route. Ja gut, dann gucken wir mal. Warte kurz. Aber erst den Pokéball mitnehmen. Ich will mal ganz kurz einen Trank einsetzen gegen Quassel. Weil wer weiß, was da jetzt gleich kommt. Alles. Ich lauf schon mal ins Gras. Ja, ach, du bist ins Gras. Ich wollte jetzt eigentlich zuerst gegen die Trainer, aber gut, wenn du ins Gras rennst, Gras. Dann 3, 2, 1! Ich hab ein Funpi. Ein Felino. Die lassen wir in der Box, oder? Ja. Aber fangen tun wir sie trotzdem. Ja, natürlich, weil vielleicht brauchen wir die ja. Ja. Eines Tages. Das ist so eine Reaktion, so, ich erwarte jetzt voll viel und krieg nur Müll. So, Felino gefangen. Alter, warum ist denn hier geklappt. Nur Baby-Pokémon? Ja. Wow, Funfi hat jetzt gerade Gyarados erkannt. Funfi. So, Pokéball, du bist dran. Nochmal. Ich kann das nicht angreifen, sonst töte ich es. Ich kenne nur einen Elefanten und das ist Dumbo. Das ist Dumbo. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Warte. Meinst du, Sharknado geht dabei drauf? Welches Level? Sharknado? Welches 12. Level der andere? Gegner 13. Nee, was setzt da ein? Sharknado, der hat nur erkennt und so weiter. Aber ich könnte Raserei verwenden als, als Angriff. Dann mach. Ja, dann verwende ich zum ersten Mal Sharknado. Ich hab die. Du kennst übrigens noch einen Elefant. Welchen? Benjamin Blümchen. Aber wenn du den dann Benjamin nennst, wäre das extrem lustig. Wieso? Oh, Funfish ist zurückgeschreckt. Wieso wäre das lustig? Weil Benjamin. Ich weiß nicht, der sieht eher aus wie ein Dumbo. Ja, hast du auch irgendwie recht. Aber erstmal muss ich dieses Drecksding fangen. Ich habe nämlich noch zwei Pokebälle. Und Benjamin ist so ein krasser Muskelbrotz mit seinen Zuckerwürfeln.
Ich kann den nicht fangen, ich habe nur noch einen Superball. Kannst du dir schon mal einen Namen für einen Felino ausdenken? Wenn ich das jetzt schaffe, ich muss jetzt nochmal... Ja, okay. Okay, jetzt muss ich meinen Superball für das scheiße Funfi verwenden, damit du dein Pokémon nicht verlierst. Ja, ich habe für das Pichu ja auch einen Hyperball benutzt, das ist okay. So, und jetzt bleibt das Dreckstring da drin. Funfi wurde gefangen, ich habe jetzt keine Bälle mehr. Felino, Spitzname! Warte erst kurz, du meintest ja Dumbo, ne? Schreib schon mal D hin. Felino erinnert mich irgendwie an sowas aus Findet Nemo, ich habe aber keine Ahnung warum. Wie wird der geschrieben? Wie wird der geschrieben? Felino. F-E-L-I-N-O, wie man spricht. Achso. Das kann auch mit PH sein. Oh, ein Wasser-Pokémon. Ein Wasser-Pokémon, oh! Kommt von Felix, also der Glückliche, und No. Also nicht glücklich. Würde ich behaupten. Ich finde eigentlich schon den englischen Namen voll toll. Kennst du den englischen davon? Ach Mann! Das ist doch nicht Sinn und Zweck davon, wenn du immer nur die englischen Namen mir gibst. Nee, in Englischen heißt er ja Whooper, aber mögliche Namensherkunft kann von Whoopi herkommen. Also, hey! Ja, keine Ahnung, wie soll man den nennen? Ne, warte, wir nennen den Antenne. Nennen den Antenne. Ist das zweite mit Doppel-N bei Antenne? Ja. Okay. Antenne wurde auf jemandens PC übertragen. Erreichen wir heute noch den guten Bill oder wie der hieß, der das PC-Lagersystem erfunden hat? So, Dumbo. Keine Ahnung. Ich hoffe doch. Er hat den in Box 13 gelegt. War eine Todesbox. Ja, hab ich doch gesagt, die letzte, die du bearbeitest, da wieder reingelegt. Ey, okay. Sollen wir dann noch kämpfen? Gegen ja, klar. Alle weg, ne? Ja. Rasieren wir. Er kommt von Mondberg und ist topfit. Und zwar... Wanderer Mark. Oh, der hat seinen Namen behalten. Oh, shit. Macholo mit Energieding lädt sich auf. Will ich nicht, gefällt mir nicht. Weg mit dem Macholo schnell. Erstmal beißen. Mal gucken, wie Stein schmeckt. Ich würde nicht so sehr gut. Ich würde das sogar auf das Flug wechseln, wenn das nicht so gut ist. Wenn das nicht so stark ist. Mir ist es Wanderer Esteban. Netter Name. Da muss ich straight an den. War das der. Der Typ? Der. Wie heißen die Koffer tragen im Hotel? Weiß ich nicht. Die haben doch einen Berufnamen. Egal. Der Typ. War das nicht der Zack und Cody, der die Koffer trägt? Der hieß doch, glaube ich, auch Esteban. Kann sein. Weiß ich nicht mehr. Ist zu lang her. Ja. Alte Disney-Serie. Ja. Hast du eigentlich Zack und Cody mal gesehen, wie die jetzt aussehen? Ja, gibt ja genug Bilder davon auf Facebook und so weiter. Wo alle immer voll geschockt sind, weil die sich, weißt du, vom Typ her haben die sich nicht verändert, aber... Da gab's mal eine Dokumentation über die. Okay. Da wirken die nicht wirklich cool. So, dann eher so wie die Leute, die mit ihrem fetten Wagen angeben müssen. Mahlzeit ist 21. Alter, sag schon. Als nächstes kommt Kleinstein. Nein, will ich nicht wechseln. Aber jetzt läuft's eigentlich. Bis jetzt noch kein Verlust jetzt wieder in letzter Zeit. Gut, wir haben natürlich gelevelt. Da muss man natürlich auch bitte bedenken. Was wahrscheinlich jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr wegfallen wird, das Leveln, hoffentlich, weil es ist halt schon extrem nervig und wenn man halt dann bedenkt, ey, ich bin jetzt sowieso overpowered, ne? Jo. Ist halt dann doof, deswegen, vielleicht versuchen wir die nächste Arena ohne uns zu überleveln oder ohne, dass wir eine Level-Session einlegen. Aber wir werden so oder so, Alter, jetzt das neue Pokémon. Bei mir sah das schon knapp aus. Wir werden jetzt so oder so das neue Pokémon, also Pichu rein, muss ich jetzt ein bisschen hochleveln, das hilft alles nichts. Beziehungsweise will ich Pichu überhaupt hochleveln? Ich glaube, das ist so das, was ich nicht leveln möchte vorerst, weil ich erstmal... Ich level Sharknado. Das ist mein zweites Biss-Pokémon. Ja. Das ist halt so die Sache mit Dingens Game, mit Pichu.
Ich hätte halt viel lieber einen Pikachu, weil dann weiß ich mit dem nächsten Donnerstein ist das schon gebongt, aber jetzt muss ich halt erstmal hoffen, dass das mich lieb gewinnt und dann entwickelt es sich und das ist doof. Was ist nochmal gut gegen Onix? Wasser. Eis, Pflanze. Alle Insekten mögliche. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also Käfer nicht. Dann muss ich wieder Mahlzeit nehmen. Ja, komm, mach weiter hier mit Popel. Ja, wenn mir irgendjemand zuhört, ne, und ich hier so vom Popel rede, was denken sich die? Dass du bekloppt bist, was sonst? Ist ja normal hier. So, Onix braucht noch einen Anstupser. Komm, tackle ihn. Onix macht Klammergriff. Und jetzt gebe die Muschel ihm noch eine Kopfnuss und haut ihn um. So. Das macht natürlich Sinn. Sharknado erhält Punkte. Ich will eigentlich ungern Schoko reinwechseln, aber ich kann eigentlich gerade nichts anderes, weil Schoko ist schon 21 und irgendwie. Schoko ist schon irgendwie krass, ne? Der geht bald auf die Uni, ich sag's dir. Ja. Aber mit Lade und dann kriegen die ganz viele Kinder. Schon krass, wie einfach Schoko uns jetzt hier am Anfang auf jeden Fall mega hilft. Ey, wenn der stirbt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Schoko hat sich so ein bisschen zu unserem neuen Main Also Schoko und Lade haben sich ein bisschen zu dem neuen Main entwickelt, ne? Ja. Die sind halt wirklich, ne, wenn Gefahr droht, dann sind die immer da. Ja. Und helfen. Deswegen, wenn die sterben. Dann ist schon traurig. Ja, versuchen wir das Beste, dass es nicht passiert, ne? Jo. Ich gönn mir wieder mal einen Trank. Ich hab das Geld. Bin rich. Rich and famous. Ja. Rich und Morty. Heißt zwar Rick und Morty, aber egal. Das ist der Nachfolger der Serie. Ach so. Ja, die haben mir das schon zugeflüstert hier, weil ich halt so viele Abonnenten habe und so. Ah so. Wüsste ich aber. Wusstest du, dass die echt mal für Rick und Morty... Ich bin kein Fan der Serie, tut mir leid, deswegen interessiert mich das auch nicht so wirklich. Ich sag's mal so, in einer Folge haben die hat sich Rick beschwert, dass es nicht mehr die Szechuan-Soße gibt, die es mal bei McDonald's gab. Okay. Und McDonald's hat den daraufhin angeschrieben und hat gesagt, die wollen die wieder einführen für begrenzte Zeit. Voll lustig. Ja. Aber auch wirklich nur, weil dann alle rumgeheult haben, es gibt die Szechuan-Soße nicht mehr, die soll so geil schmecken, wir wollen die haben und so. Und die halt sofort so, ja, okay. Wahrscheinlich hätte sich niemand an die Soße mehr erinnert, wenn das in der Serie nicht vorgekommen wäre. Ja, aber der Entwickler mochte die Szechuan-Soße wirklich. Man geht davon aus, dass das eine Soße war, die zusammen gemixt wurde aus altem Ketchup, altem Mayo und so weiter. Dann noch ein bisschen gewürzt. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das entstanden ist, aber man kann sich das online übrigens im Tutorial angucken, wie man die selber macht. Sogar in besserer Version. Okay. So. Ich boxe mich langsam aber sicher durch die alle durch. Du ja, auch, ich bin beim Wanderer schon mit seinen 4 Pokémon. Ja, ich kämpfe gerade gegen den einen, der dich abfängt. Oh shit. Ach egal, ist nicht schlimm. Ich werde, glaube ich, jetzt sogar ein bisschen Kuscheldecke vorpacken, weil der entwickelt sich ja Level 32, 36, sowas. Fleckmon hat mich nass gemacht und dann habe ich mich geheilt wieder mit Lade. Das ist voll lustig. So, Windstoß. Ich glaube, wir kriegen wirklich jetzt Zerschneider, kann das sein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die ganze Zeit mein Pokémon nass wird. Also mein Ladezustand wird nass. Moment, Geist gegen Normal bringt ja nichts, scheiße. Das war wieder nicht so klug von mir. Tjo. Na. Egal, dann kämpfe ich mit Abschlag. Vielleicht soll ich ihm Raub beibringen. Damit er eine etwas stärkere Attacke hat. Aber vorerst nein. Ich
versuche die ganze Zeit mit Lade zu kämpfen gegen Fleckmon. Ey, mal so eine Frage, wenn es Pokémon Geister gibt, ne? Ja. Gibt es dann auch bestimmt Menschengeister? Nee. Okay. Kannst du die dann auch mit einem Pokéball einfangen? Ich glaube nicht. Hast du schon mal versucht, einen Pokéball auf einen Menschen zu werfen oder kam da dem Anime mal vor? Ich glaube, das hat nicht funktioniert, oder? Haben die noch nicht probiert, weiß ich. Ich meine, die haben das nie probiert. Okay. Wäre aber lustig, so, du magst den Typen nicht, fängst den Pokéball und schmeißt ihn ins Wasser. Geh schwimmen. Die Bedroher von Rettern. So, ich laufe einmal kurz zurück, um mich zu heilen. Ich habe einen Trank angesetzt. Ja, aber langsam kriegen alle Damage und ich will nicht nachher zugeholt werden, dass irgendwer draufgegangen ist. Ja. Das werde ich tun, wenn du einen von mir draufgehen lässt. Nee, ich komme gut durch. Die setzen hier nichts ein, außer Silberblick und sowas. Ja, bei mir setzen die leider schon ein bisschen mehr ein. Ich hab voll Glück irgendwie. LOL, da finde ich einfach TM-Drachenklaue. Ja, warum nicht? Kann die wieder lernen? Einfach mal so. Ich glaube. Dingen, Pope kann das lernen, ne? Nee. Okay, dann halt nicht. So. Ich bin gleich wieder da. Route 25. Und nächster Kampf. Teenager Thomas. Hallo, mein Freund ist cool. Toll. Ihr Freund ist cool. Cool. Ich denke, wir schaffen die Route heute noch. Florentino. Die Zeit vergeht gerade echt langsam, wenn ich hier so rüber gucke. 16 Minuten. Ja, habe ich auch gerade das Gefühl. Das ist einer der langweiligsten Pokémon-Folgen heute irgendwie. Weil ich dachte mir halt so, jetzt gucke ich hier rüber, wahrscheinlich schon so 20 Minuten oder sowas. Ja. Aber das ist halt wirklich... Aber hey... Deswegen wollte ich aufhören. Aber hey, wir kommen gut vorwärts, deswegen, ich beschwere mich nicht. Ich sag dir, nach einer Stunde Aufnahme wird es knifflig. Das ist bei jedem Spiel so. Das ist auch, ohne Witz, das ist auch beim Stream so. Nach einer Stunde fängt man schon an zu merken, so, man ist nicht mehr so gesprächig. Ja, das vielleicht bei dir. Ich krieg das schon bei dir auch so. Nach einer Stunde hast du so einen Moment, wo du ruhig bist für eine halbe Stunde circa. Und dann fängst du erst richtig an. Und Nidoran hat Jenkins schon wieder vergiftet, dieser Arsch. Ich drück halt jetzt dauerhaft A einfach, damit das hier schnell weitergeht. So, jetzt darf ich noch gegen sein weibliches Nidoran kämpfen. Yay. Und Kuscheldecke kriegt auf jeden Fall K.Decke. Da kann man auch irgendwas anderes reininterpretieren, wie Karl.Decke oder sowas. Karl Decke. Wer kennt ihn nicht? Karl Decke aus dem Fernsehen. Der seit neuestem die Millionenshow moderiert, weil mir gerade keine andere Serie eingefallen ist. Okay. Ich muss nochmal kurz zurücklaufen. Ich habe 53 HP. 52. 51. 50, wie du einfach dauerhaft vergiftet 49, bist. 48. 47, 46, 45, kann ich aber auch nichts für 44, 43, 42, 41, 40. Wo bist du denn 39, jetzt überhaupt? 38, also was die Trainer angeht. 37, 36. Was die Trainer angeht, meine ich. 34, ich muss gerade zählen. 31, 32, okay, das habe ich geschafft. Ich bin gerade bei... Kann ich dir gleich sagen, ich weiß gerade selber irgendwie nicht. Wow. Ja. Ich habe schon meinen Koffer ausgeschaltet. Es ist halt wirklich langweilig hier auf der Route. Ich glaube, die war wirklich geplant, um zu leveln für Misty. Naja. Jetzt leveln wir für den nächsten. Ja, müssen wir so oder so. Dann war die Level-Session halt schon für den nächsten vorbestimmt. Ist auch okay. Na super, ich bleib natürlich bei Taubsi drin, ich weil bin ich bei dem dicken, kann. Ich bin bei dem dicken, der unter dem einen Typen, der am Mogelbaum steht. Okay. Und zwar gegen... Ja, die vier Kleinsteine. Wanderer Jill, der männlich ist. Der hat drei Kleinsteine. Ich bin schon eigentlich fast am Ende. Ich glaube, ich bin beim letzten auf der Route. Komm, mach ich das einfach mal Raserei. Wow. Das hat 1 HP Schaden gemacht. Gegen Stein ist Wasser gut, ne? Ja.
Sharknado kommt zurück. Mahlzeit. War dir ein Doppelkampf? Gab's hier in der Edition Doppelkämpfe? Ich weiß es nicht, ich meine nicht. Ist ja ein Item, ein unsichtbares. Kann gut sein. Ja, tatsächlich. Eine Beere, wow. Dafür gucke ich mich um. Ja, komm, ich spreche mal an, aber... Nope, ihr habt anscheinend. Sharknado ist Level 13 und dann lernt Energiefokus. Gut, ich bin bei dem Professor, der sich in einen Pipi verwandelt hat. Den kenne ich dann wohl doch noch. Ich muss erstmal ein paar Kleinsteine töten. Alles klar. Manchmal denke ich mir, warum schießt er nicht dreimal und nur zweimal, weil dann wäre der Gegner einfach down und ich müsste nicht nochmal angreifen, weil der Gegner macht eh nichts anderes außer einiger. Ich habe gerade einen Mondstein gefunden. Okay. Damit kann ich ein Pokémon von mir entwickeln. Okay. Skitty, ne? Ja. Oh, keine Ahnung. Ich lehne mich zurück. Ah, Skitty, will ich dich entwickeln? Ich glaube nicht, ne? Ich google gerade, also nicht wundern. Das lernt, glaube ich, dann später nichts mehr, deswegen. Aber das lernt auch jetzt irgendwie nichts mehr. Warte mal ganz kurz, Gen 3 ist das, ne? Nee. Nein, ich will auch nicht meine Mahlzeit austauschen, wegen der Mascholo. Ich kann Skitty tatsächlich entwickeln, weil das lernt nichts mehr. Okay. Ich muss also bei Skitty dann mit Ding arbeiten, mit wie heißt's, mit TMs und hoffen, dass ich da irgendwie TMs kriege, die sie lernen kann. Naja. Ist auf jeden Fall besser, wenn es entwickelt ist, weil dann hat das auf jeden Fall bessere Werte. Dann entwickle ich mal mein Skitty. Skitty Cat. Yay. Skittles. So soll es ja eigentlich heißen, ne? Skittles, ne? Ja. Dann wäre dann, wenn wir den Namenbewerter finden. Ja. Und ich muss gegen den nächsten kämpfen. Und zwar gegen Camper Kate, der männlich ist. Gut. Alter, wie der Sprite aussieht von Skitty hier. Ja, von Gyarados sieht das auch irgendwie aus wie ein Laubgebläse. Ja, muss man leider sagen. Ja, ich würde eigentlich lieben gerne den Professor noch hier reinpacken in den Part, aber ich glaube jetzt, wenn ich so gucke, wie weit du hier kommst, wird das nichts mehr. Ich bin gleich durch. Ich muss noch gegen Rettern kämpfen. Ist das schon bei der letzten, oder? Ja, ich bin schon bei dem letzten Typi, glaube ich. Also der bei dem Zerschneiderbaum steht. Nee, da kommen noch zwei. Okay. Und ich komme auch übrigens nicht mehr an das Item dran, glaube ich, ohne Zerschneider. Ja. Da ist eine Wasserspiegelung. Leute, Wasserspiegelung. Doch, ich komme an das Item dran. Ha! Und ich finde Regentanz. Team 18. Yay, wir haben zwei Orden. Soll ich an dem vorbeischleichen? Weiß ich nicht, wenn du möchtest. Dann kannst du ja im nächsten Part machen, während ich dann schon mal zurückrenne. Nee, ich stelle mich jetzt einfach vor die Blumen. Lass mal hier beenden. Ich kann nicht mehr. Okay. Ja, dann im nächsten Part gibt es der Schneider. Dann geht's weiter auf die nächste Route. Haben wir eigentlich eine Karte? Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie es da aussieht, wenn wir dann weiterkommen. Ich habe keine Ahnung. Geht's jetzt hier auf Route 9, glaube ich, geht's weiter. Oh Gott, wieder ein Tunnel. Oder Route 5? Nee, ich glaube, zuerst geht's nach Route 5, ja. Das wird so sein. Ja, dann nächsten Part neue Pokémon fangen und so. Hippie-Purei. Hoffe, ihr seid dabei. Lasst euch überraschen, was wir bis dahin alles gemacht haben. Vielleicht level ich dann Pichu. Vielleicht auch nicht, ich glaube eher nicht. Was kannst du eigentlich? Ich habe noch gar nicht Du kannst Donnerschock? Ich werde dann Pichu so weit von leveln. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Und bei mir, das nächste Mal die beiden Trainer. Wir werden dann noch schön das Pirennerchen hochziehen. Und ich meine, das war's dann auch schon. Viel mehr werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Mein Name ist Red Road und vergesst nicht, blutet niemals aus. Auf Wiedersehen.